Hallo und herzlich willkommen zum Gender Agenda Satan und die Musik für die Folge Nummer 74, die insgesamt jetzt schon Folge Nummer 15, die über Peter Gabriel geht. Es ist einiges an Sitzfleisch bei euch vonnöten und einiges an Geduld, bis wir halt letzten Endes die ganzen Fäden, die wir jetzt schon gesponnen haben und denen wir nachverfolgt sind, die ganzen Spuren sozusagen mal zu einem großen Ganzen verbinden. Ich kann euch nur dazu raten, das auch weiterhin dran zu bleiben, denn es wird nachher noch wirklich ein furioses Finale, wenn nicht nur eins, sondern auch noch mehrere geben. Und ich kenne jemanden, der sich auch darauf freut. Das ist derjenige, der mir die Kanäle hier Joggler66 und Jogglers Wars und Disinfo zur Verfügung steht. Und das ist einfach mein lieber Bruder an Christus, der Jörg. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie manche Leute so schön sagen, auf was du uns heute wieder mitgebracht hast. Du hast es ja unglaublich gut geschafft, die Spannung hochzuhalten, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei mir, um uns darauf eine Vorfreude zu bereiten auf das, was wir sehen und was wir alles lernen können. Und dass wir hier Verbindungen merken oder lernen, dass wir auf einmal sagen von was? Hat das damit zu tun? Ist das deswegen so? Amai, 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 amai. Uns wird es wahrscheinlich, wie Otto so schön sagt, wie Schuppen aus den Augen fallen. Und ich bin gespannt zu sehen, was du mitgebracht hast und in welche Abgründe Peter Gabriel uns wieder reißen würde, wenn wir nicht Jesus Christus hätten, der uns davor bewahrt. Also, leg mal los. Ja, wir sind jetzt hier in Folge 15, Jörg und liebe Anwesenden und liebe Zuhörer und Zuschauer da. Und es wird immer noch nicht der Vorhang heute gelüftet werden. Es tut mir leid, aber es werden heute einfach jetzt mal ein paar Dinge anders geläutet oder mal anders verknüpft hier. Wir haben in der letzten Folge doch intensiv wieder über die langjährige Beziehung sozusagen, zumindest die berufliche Beziehung zwischen Peter Gabriel, der ehemalige Genesis-Frontmann und der Hexe Kate Bush, die man so bezeichnen darf, dann auch gelegt. Deswegen haben wir euch zuletzt dieses Video da gezeigt von Waking the Witches, was ein Fanvideo gewesen ist. Das heißt, das ist eben das, was ein Fan von Kate Bush sich unter diesem Lied als visuelle Untermalung vorgestellt hat. Und jetzt können wir einfach mal weiter in dem Skript da rumwuseln sozusagen. Ich muss mir das mal ein bisschen größer machen hier. Ja, genau. Und da hat sie in einem Textzeile hier hat sie geschrieben, help this blackbird, also hilft doch diesem schwarzen Vogel. Ja, da ist ein Stein um meinen Fuß. Also das ist ja so eine typische Gefängnisszene aus dem Mittelalter, wo dann die Leute halt dann da mit so einem Fußeisen fixiert worden sind. Ne? Ja, dann sehen wir uns doch mal an, wie denn eine Reminiszenz oder wie dann letzten Endes so dieser schwarze Vogel da beschrieben wird. Das ist nämlich jetzt ganz spannend. Man kann nämlich jetzt auch mal so Assoziationen üben. Wenn wir da die nächste Seite weitergehen und dann runterscrollen, genau, ja, und noch ein bisschen mehr, stopp, ja, da sehen wir beispielsweise in diesem gesprochenen Teil dieses Textes, sehen wir Celtic Deep, also keltische Tiefe, ja, und das ist ja bestimmt kein Zufall, dass es eben dann so, ja, dieses Flugzeug oder was auch immer das ist, der halt da jetzt diesen Sprechverkehr da macht, Funksprechverkehr da macht, auch noch Celtic Deep heißt, also da ist schon wieder eine Reminiszenz an die Kelten mit bei. Und dann seht ihr dieses Poster da von einer Krähe oder von einem sonstigen, was Kate Bush da mit rausgestreckter Zunge da symbolisiert. Also wenn ein Mensch sich da zum Affen macht, ist ja schon schlimm genug, aber wenn ein Mensch sich dann noch zur Krähe macht, zur dunklen Krähe, zu einer Nachtgestalt sozusagen, zu einer Nachtvogel, zu einer Nachteule oder zu einem Nachtraben, das ist ja schon mal ein richtig schön fies Okkult. Ne? Das ist dann schon ein Tier, was wir ja schon öfters besprochen haben. Und jetzt schaut doch mal, wenn wir dann mal weiter eruieren, wofür Blackbird heutzutage steht. Ja, da seht ihr schon mal die Kate Bush, die hat es immer so mit Vögeln. Also da hat sie selber so eine stilisierte Schwinge oder so. Das kann natürlich auch Photoshop sein, aber das ist auf jeden Fall ein Foto von ihr, von einem gewissen Album aus dem Internet. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Guck mal hier, was das ist. Das kennen viele von euch, zumindest vom Visuellen her. Ein Flugzeug namens Lockheed SR-71. Ein zweistrahliges, strategisches Aufklärungsflugzeug. Ja, das ist eben eine ganze Menge über 30 Jahre im Einsatz gewesen bei den amerikanischen Luftwaffenstreitkräften. So, und so sieht dieses Ding aus. Das ist Blackbird. Und Blackbird ist von den Amerikanern eben als Aufklärungsflugzeug benutzt worden. Das heißt, die haben die Assoziation eines schwarzen Vogels mit Aufklärung. Und damit haben wir es auch leicht, weil wir uns letzten Endes jetzt von den Amerikanern, speziell von dem Militär, auch mal aufklären lassen können. Das heißt, warum sollen wir die Arbeit machen, wenn die Arbeit auch andere dann machen müssen und beispielsweise ihre Kriegsflugzeuge, nichts anderes ist dieses Teil, das ist ein strategisches Aufklärungsflugzeug, was
was letzten Endes dann so entsprechende Gebiete dann halt aufklärt, wo dann die Truppenbewegungen sind, wo dann Ziele sind und so weiter und so fort. Dieses Ding ist halt sehr teuer, sehr kostspielig und auch fliegt mit Überschallgeschwindigkeit und wird eben nach einer Vogelart benannt, nämlich eigentlich im Deutschen die Amsel, ne? Blackbird, Todus Merula. Aber es ist so, dass die Armee, die selber über okkultes Wissen verfügt, logischerweise, die haben ihre Geheimdienste und entsprechend geschulten Menschen. Beispielsweise Sir Ian Fleming kam daher, der James Bond kreiert hat. Beispielsweise hier, wie heißt er jetzt noch, 1984, George Orwell kam daher, Eric Arthur Blair, ja, der hatte Verbindungen zum MI5 und wahrscheinlich auch zum MI6, also zu den Inlands- und Auslandsgeheimdiensten des Vereinigten Königreiches und so weiter. Die haben dann schon entsprechend okkultes Wissen. Das werde ich jetzt hier mal so ein bisschen auch ein bisschen breiter fächern, damit ihr mal vielleicht auch mal seht, guck mal hier, man kann sich ja auch mal die Dinge von anderen Leuten erklären lassen, die sich eben damit auskennen. Und dann habe ich einfach mal im Weiteren meinen Bruder in Christus, den Brad Norman, gefragt, weil er ja natürlich eingeborener Amerikaner ist, das heißt, er ist einjeniger, der eben Englisch als Muttersprache hat. Dann habe ich ihn gefragt, Brad, hat denn dieser Blackbird nur mit Amseln zu tun oder gibt es auch noch irgendwelche anderen Reminiszenzen an Nachtvögel, zum Beispiel Eulen oder so? Und hat er geschrieben, nee, es gibt zwar einen rot gefiederten schwarzen Vogel sozusagen, einen Red-Winged Blackbird, aber sonst generell ist es halt einfach, die hat die Bedeutung von Raben und Krähen, seiner Meinung nach. Und das ist ja schon mal eine Aussage. Wir wissen also hier, Blackbird sind also Raben und Krähen. Das deckt sich dann eigentlich zu dem Foto, was die Kate Bush uns jetzt hier dann sagt. Und das deckt sich auch dann halt mit dem Aufklärungsflugzeug irgendwo. Ne? Und jetzt habe ich noch einen Nachtrag zu den letzten zwei Sendungen eigentlich. Und da würde ich mal bitten, den Jörg leise die Musik The Rhythm of the Heat abzuspielen im Hintergrund, damit ihr mal so ein bisschen vielleicht auch eingestimmt werdet in so eine Invokationsmusik, so eine Musik, die halt einfach so benutzt wird, um jetzt gewisse Verbindungen herzustellen mit der spirituellen Welt, sozusagen Medizinmänner, Schamanen, alles, was ihr so kennt an Native American Tribes oder African Tribes, ja, alles das, wo halt so perkussiv sehr hart getrommelt und da gerade getanzt wird. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Ich darf es ja nicht hören, ich kann es ja nicht hören. Und dann sage ich jetzt mal dazu, dieser Rhythmus, den ihr da hört, der Rhythmus, wo man mit muss, ist eigentlich aus vielerlei Gründen immer ein Symbol für Satan. Ich gehe da jetzt in dieser Lesung noch nicht drauf ein, sonst wären wir hier nie fertig. Aber nur mal so viel dazu. Dieses Ding hat einfach mit Schlägen zu tun, das hat mit Rhythmus zu tun und der Körperrhythmus selber, der passt sich dem etwas an. Das heißt, man kann ja durch Musik durchaus auch stimuliert werden und man kann durch Musik auch gewisse andere Zustände erreichen. Und natürlich Musik plus Drogen, eine Verbindung, die halt viele eingeborene Stämme dann halt machen, die kennen sich halt mit Giften aus, ne? Zum Beispiel Giftpfeile von den lateinamerikanischen Völkern, das ist ja recht bekannt. Und es gibt natürlich dann auch viele, die Medizinmänner haben und dann halt eben ja in dem Kräuterwesen sich gut auskennen und genau wissen, welche Dinge sie zu sich nehmen müssen, also Mushrooms zum Beispiel, um in gewisse Zustände zu kommen. Und das in Verbindung mit Musik, ja, da würde sich dann der Fürst der Lüfte dann halt sehr, sehr drüber freuen. Und der Fürst der Lüfte ist nichts und niemand anders als Satan, der Gegenspieler Jesu Christi. So, und unter dem Lied San Jacinto, wo wir letztens hatten, wo es um eine Hügelkette geht in Kalifornien, beziehungsweise natürlich auch eine Reminiszenz ist an diesen großen Hügel, nämlich diesen Obelisken, der da steht, mit 666 Fuß oder so in San Jacinto in Texas, mit dem Pentagramm obendrauf. Ja, das sind letzten Endes dann auch wiederum das ist ein Beispiel eines Einweihungslied, einer Zeremonie, die er da macht. Er, die ganze Zeit, was der Peter Gabriel einfach macht, ist das, dass er letzten Endes, wenn ihr so wollt, mit dem Mikrofon an Mund, mit seinen Titeln, die er uns hier bringt, letzten Endes eigentlich einen Prediger macht, wie viele, ganz, ganz, ganz viele dieser berühmten Künstler. Ja, das sind Messen, die da zelebriert werden teilweise, speziell wenn es sich um so eine perkussiven Elemente geht, wie ihr da hört. Ne? Und jetzt kommt halt erst bei 2 Minuten der Text. Das heißt, man hat bei diesem Einklang, das Stück beginnt halt mit einem leisen Bassschlag oder mit einer Schlag auf die Bassdrum, ja, Basstrommel heißt die ja eigentlich, ja, und führt dann erst später zum Gesang. Das heißt, die Leute werden erstmal 2 Minuten eingestimmt auf diesen Rhythmus. In diesem Rhythmus muss man mit. Ja.
So, und dieses San Jacinto beispielsweise, das ist nicht nur meine Meinung, da hat mir jetzt jemand geschrieben, oder ich habe es zumindest gefunden, dass die teilweise nicht im Lyric abgedruckten Texte der Ureinwohner, die Peter Grevy dafür benutzt hatte, eben heißen Hyena Wakantanka. Und das ist eine Referenz der Anrufung des großen Geistes, dem Heiligen, dem Göttlichen. Ja, und das ist einfach eine Referenz zu dem Medizinmann, zu Gott und dem Medizinmann, der eben diese Rituale durchführt. Und im Sioux heißt es dann wohl Wakatanka. Ich kann es natürlich jetzt nicht bestätigen, dass es jetzt so ist, weil ich kenne jetzt diese Sprache nicht und ich weiß auch nicht, wie zuverlässig jetzt die Internetquellen sind. Aber er ist nicht der Einzige, der das geschrieben hat. Es gibt auch noch andere hier. Der Steve von Kansas beispielsweise, der hat dieselbe Meinung wie ich. Und ich kann euch versichern, ich habe diese Sachen erst heute gelesen im Internet. Der hat auch geschrieben hier, Hold the Line ist ein mythologischer, allgemeingebräuchlicher Begriffsbegriff über eine himmlische Kordel und so weiter und so fort, die den Himmel und so weiter und das Göttliche mit denjenigen halt verknüpft, die halt ihnen diese Wesen anrufen. Ne? Und das ist eben eine Geschichte, da wird teilweise sogar in der Bibel von gesprochen, aber das ist eine Geschichte, da kann ich jetzt auch nicht extrem drauf eingehen. Ich will nur damit sagen, dass diese Sachen eben alles Einweihungslieder sind. Das sind Riten, das sind Rituale, das ist rituelle Musik. Das ist eigentlich gar keine Popmusik mehr in dem Sinne, ja. Das ist rituelle Musik, die dafür benutzt wird, um Menschen auf eine gewisse Schwingung zu bringen, sozusagen, oder Menschen halt einzuweihen. Und ich kann das wirklich bestätigen. Ich habe da ein anderes Lied, was bei mir damals halt benutzt worden ist, als ich dann damals eben bei einer Heilpraktikerin gewesen ist. Dann ging dann der Kassettenrekorder an und dann kam halt auch, wenn man so will, ein Mantra, also eine immer wiederkehrende Folge von Wörtern, die sich dann halt einfach so einprägen und ja, wo man dann halt einfach in so eine sehr aufnahmebereite Stimmung sozusagen verfällt. Ist jetzt ein extrem weites Thema und haben wir jetzt auch wirklich keine Zeit für, aber ich wollte euch wenigstens mal einen Audio-Eindruck davon verschaffen, wie sowas klingt und wie sowas ist. Also da ist man nicht weit von diesen Dingen entfernt, die halt die sogenannten Bushmänner in Afrika oder so gemacht haben. Also einfach diese ganzen harten Trommeln, die da benutzt werden. Ne, das fand ich schon mal interessant. Und Peter Gabriel selber hat wohl mal gesagt, ich habe die Quelle noch nicht gefunden, aber einer hier schreibt, Peter Gabriel hat mal gesagt, er hätte Stunden damit verbracht mit einem Apache, also mit einem Ureinwohner, der Amerikaner. Und der Mensch hätte eben gesagt, es gibt einen Ritus dann sozusagen, wo man halt durchgehen muss. Da steht jetzt hier right, das ist aber falsch geschrieben. Und er hätte auf einen Berg steigen müssen mit einer Schlange und wäre von dieser Schlange gebissen worden. Und der Ritus wäre dann so, wie gesagt, es ist jetzt eine Behauptung und kein Beweis, ja, dass er dann quasi etwas vergiftet worden ist und halluziniert. Und der Grund dafür ist dann halt einfach, wenn halt er wieder lebend zurückkehrt von diesem Hügel, dann ist er halt sozusagen ein ganzer Kerl und dann ist er halt einfach bestätigt, dass er letzten Endes jemand ist, der jetzt sozusagen eingeweiht ist. Das ist ja mal sehr interessant, dass es dann gerade über einen Schlangenbiss läuft. Ne? Ich meine, dann haben wir ja schon wieder diese Reminiszenz an die Bibel mit der Schlange, die sich da um den Baum windet sozusagen, wie es das ja auch nicht so biblisch ist, aber dann kennen wir jetzt beispielsweise auch mal Bilder von der Schlange, die sich da um den Baum windet, den Baum der Erkenntnis da in dem Garten Eden. Ne? Und da haben wir wieder die Geschichte mit der Schlange drin und dann macht auch diese poisonous Geschichte aus diesen Songtext natürlich auch noch mehr Sinn. Also wir kommen immer dazu, ob wir jetzt San Jacinto nehmen, ob wir dann Salisbury Hill nehmen, ob wir The Rhythm of the Heat nehmen. Wir kommen immer dazu, dass Peter Gabriel sich quasi als Prediger sieht, als Medizinmann. Ne? Und dann passt natürlich dazu noch umso besser eine Maske. Hm? Gut, jetzt gehen wir mal weiter im Text. Sozusagen. Wir sind also jetzt immer noch beim ersten Album hier. Das mit dem Place Life war halt jetzt einfach mal ein Ausschnitt, damit er die Musik nochmal hört. Und er hat jetzt auf seinem ersten Album sich Unterstützung geholt. Zwar einmal von Laurie Anderson, das ist so eine ganz extreme Performance-Künstlerin aus den Vereinigten Staaten, glaube ich. Die hat 1980, 81 mal so einen völlig monotonen Hit gelandet mit einem Vocoder, also mit einem künstlichen Instrument, das eine Stimme imitiert. Dieses Ding hieß Oh Superman. Das ist natürlich dann auch schon toll, weil Superman S ist die Reminiszenz an die Schlange. Ja, also Superman heißt ja letzten Endes, der ist besser als alle anderen, ne?
Und dann kommt noch dieses Hellgrüne dazu mit diesem Kryptonit. Ach, das gibt es da ganz tolle Sachen, die man mit Superman machen könnte. Ich habe euch ja in der letzten Lesung da mal ein Logo gezeigt mit dem Superman-Logo unter So. Also ne, S ist immer ein Synonym für eine Schlange. Das kommt uns gleich noch des Öfteren entgegen, glaube ich. So, Kate Bush hatten wir schon. Yusun Dur, der kommt halt aus, wenn ich richtig im Kopf habe, irgendwo aus Nordafrika oder so. Ist also auch da eine bekannte Größe. Machen wir mal weiter im Text. Ihr werdet euch noch gleich wundern. Und Peter Gabriel sagt wortwörtlich jetzt, es gibt immer Weisheit aus der heutigen Sicht. Also er spricht von Weisheit. Die Bibel hat eine andere Meinung. Ja, denn die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und im Römer im Neuen Testament, da steht geschrieben, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Vögel werden in der Bibel oftmals als schlechte Tiere dargestellt. Cage of every foul bird und solche Dinge. Solche Dinge werden darüber Vögel gesagt. Ja. Also Vögel mögen ja ganz niedlich sein. Das gilt sicher für Spatzen und solche Dinge und auch Enten, die zähle ich auch dazu. Finde ich ganz, ganz süß. Ja, Tauben. Wir hatten mal eine Taube, die hat uns hier ständig besucht, weil die wohl aus ihrem Taubenschlag irgendwie rauskam. Und dann ist die immer hier in die Wohnung rein und haben wir extra Sonnenblumenkerne und so für gekauft und haben die verhätschelt, bis dann der Eigentümer anscheinend gemerkt hat, dass sie sich da immer rausschleicht und dann hat er das wohl zugemacht, seitdem kommt sie nicht mehr. Aber da kann man nicht viel mit anfangen, die fliegen dann meistens weg, aber es sind halt sehr schöne, hübsche Tiere dabei. Es ist, ich meine, die Tiere sind Gottes Schöpfung und alles, was in der Schöpfung ist, ist gut, weil Gott hat an jedem Tag der Schöpfung gesagt, am Ende des Tages, es ist gut. Am sechsten Tag hat er sogar gesagt, alles ist sehr gut. Aber natürlich werden die Dinge auch für schlechte Dinge missbraucht, weil die Bösen brauchen ja auch ihre Symbole und ihre Dinge, die sie machen. Und das ist nun mal leider so. Ne? Aber Psalm 111,10, den sollten sich die Leute wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Gut, ja. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Weisheit kommt durch das Lesen, Weisheit kommt durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt durch das Lesen der Bibel. Das steht auch so drin an einer anderen Stelle. Also es hat alles immer mit der Bibel zu tun. Übrigens Bibel, ich habe da vorhin schon dran gedacht, wir hatten vorhin vor dieser Sendung eine Premiere gesehen von Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin, Teil 3. Und da fiel mir auf einmal auf, das Wort Bibel ist ja eigentlich auch zusammengestellt. EL, der hintere Teil, EL steht für Gott. Mhm. Und Bib steht für Buch, Buch Gottes. Oder Bibliothek Gottes, die Weisheit Gottes. Ne? Das hat seinen Grund, dass das Ding Bibel heißt. Also wir sollten da wirklich Respekt vor haben und wir sollten sie in Ehrerbietung annehmen und aufschlagen und eben auch Weisheit daraus beziehen. Und die Furcht des Herrn ist eben der Anfang der Weisheit. Ja, und du musst natürlich auch eine Referenz haben, an dem du alles misst, ne? Sonst läufst du völlig im Kreis. Ne? Das ist ja eben das, wo Peter Gabriel beispielsweise, wenn er die Bibel nicht glaubt, der wird sein Leben lang im Kreis laufen und denken, er ist jetzt irgendwie der Meister der Kreise, aber er kommt halt nicht zum Ziel. Ne? Er kommt halt nicht zur wirklichen Weisheit. Und da können wir ihm ja vielleicht so ein bisschen bei assistieren. Wenn wir uns jetzt mal die nächste Seite anschauen, dann sehen wir da ein ganz nettes Foto von ihm in seiner Hochphase sozusagen, da wo er also am kreativsten war sozusagen und wo er meiner Meinung nach auch am gesündesten aussah mit dem Glas Milch. Interessant ist da unten drunter, was da in grün und rot steht. Nämlich, da steht, einer der Sachen, die ich gelernt habe mit Daniel Lanois, das ist dieser Producer, ja, von dem ich letztens gesprochen habe, der auch U2 abgemischt hat mit The Unforgettable Fire. Ja, einer der Sachen, die ich von Daniel Lanois gelernt habe, ist der totale Respekt für die Magie des Momentes, also die Magie des Augenblickes. Da reden wir schon wieder von Dingen, die eben Magie negativ ist. Also Magie ist zwangsläufig Zauberei, Sorcery, Witchcraft. Ja, und da sind wir schon wieder bei Kate Bush als Hexe, ja, Waking the Witch. Wir sind also immer, wir drehen uns immer im Kreis. Das heißt, in diesem Kreis der sogenannten Eingeweihten in die Zauberei, wenn wir mal so wollen, in die Magie, da bewegt sich der
Daniel Nanoir und auch der Peter Gabriel andauernd. Und er macht jetzt noch eine weitere Verbindung, das sollte uns dann aufhören lassen, für die Leute, die so ein bisschen in die englische Musik eintauchen. Und zwar sagt er zu mir, ich erinnere mich drin, dass ich an zu Brian Eno, ja, Brian Eno gesprochen habe, über den Talking Heads Record Remain in Light. Also Talking Heads ist eine recht bekannte Gruppe, die haben mal gemacht Road to Nowhere. Ja. Eno kann man ja auch umdrehen, dann heißt das One, ne? Ja, und Road to Nowhere oder Talking Heads Remain in Light heißt einfach, ja, bleib im Licht. Und ich kann euch sagen, ich habe mir dieses Album heute angeguckt und ich habe da also kein Lied gefunden, wo jetzt in irgendeiner Art und Weise das jetzt drauf wäre. Das heißt, es ist dann irgendwie auch wieder so ein Titel, so ein Synonym für sich irgendwo. Ja, und Brian Eno selber ist eine super bekannte Größe von so Ambient-Musik, also von Instrumentalmusik. Und ich kann ja nur sagen, es kommt irgendwann eine Sendung über Instrumentalmusik oder beziehungsweise mehrere, euch werden die Ohren schlackern, was da alles gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist total verrückt. Und Brian Eno, wenn er den jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr mal googeln und dann werdet ihr feststellen, der war Gründungsmitglied von Roxy Music. Ja, aber er ist halt einfach zu exaltiert für Roxy Music, ja. Und deswegen macht er also eine ganze Menge eigene Musik für Flughafen und so weiter. Da macht er so eine ganze Geschichte. Und da seht ihr jetzt beispielsweise mal, der Jörg ist so neugierig, hat er selber gesagt, in den Flitzebogen. Der Flitzebogen ist jetzt schon fast wieder gespannt. Da seht ihr mal aus diesem Album, Remain in Light, die erste Single, glaube ich, die war dann Once in a Lifetime. Es müsste 1981 sein. Fällt euch da an der Bildgestaltung irgendetwas auf, worum es sich da geht. Ja? Ja, da seht ihr im Hintergrund, seht ihr afrikanische Frauen, die da auf dem Boden liegen und die Hände da auf den Boden legen und wieder hoch. Ich meine, ihr habt jetzt kein bewegtes Bild hier, ja. Und auf dem zweiten Bild da unten seht ihr dasselbe. Er imitiert, er macht afrikanische Frauen nach, ja, die einen gewissen Tanz aufführen. Das heißt, da haben wir schon wieder die Verbindung von Peter Gabriel zu Daniel Lanois, ja, zu Brian Eno, zu Talking Heads, die da mit afrikanischen Riten, Einweihungszeremonien und so weiter, ja, so heidnischen Bräuchen sozusagen, da, ja, liebäugeln halt, ne? Das ist auch Brian Talking Heads Once in a Lifetime, ein wahnsinnig verrücktes Video, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Da kommen Bewegungen vor, von denen ich gar nicht wusste, dass der menschliche Körper dazu fähig ist und in der Lage ist. Also dieser David Byrne, der Kopf von Talking Heads, der ist auch so völlig, völlig einzigartig sozusagen. Also den kann man sich echt mal antun. Gut, machen wir weiter. Ja, also sein Vorbild von Peter Gabriel ist übrigens Otis Redding. Den kennt ihr eigentlich. Das ist ein bekannter Sänger, der interessanterweise mit 25 Jahren bei einem Flugzeugabsturz starb. Ja, der übrigens die Originalversion von Amy Stewart gemacht hat im Duo, Knock on Wood, also das ist immer schwer im Heidnischen, Klopf auf Holz, ja, es ist immer so toll, ja. Und Otis Redding war ein bekannter Soul-Sänger und ist also posthum nachher als King of Soul quasi tituliert worden, weil er so toll singen konnte, so toll gesungen hat eben. Und das bekannteste Lied, was von Otis Redding kommt, ist Sitting on the Dock of a Bay. Und das ist halt auch ein absoluter Klassiker, ne? So wie Sam Cooke, Wonderful World oder sowas. Ich glaube, Sam Cooke war das. Also ein ganz bekannter Klassiker. Und da sagt der Peter Gabriel halt, ja, das ist so mein absolutes Vorbild. Und wir kommen jetzt zu den nächsten Liedern auf So. Die werden uns jetzt erstmal beschäftigen. Das erfolgreichste Album von ihm mit 7 Millionen verkauften Exemplaren. Und zwar dem Titel Mercy Street, also Barmherzigkeitsstraße. Von der Poetin Anne Sexton, auch bitte nicht so schnell. Ich kann so schnell nicht lesen, ja, von der Anne Sexton, und er sagt selber, der Peter Gabriel, jetzt, das ist so fürchterlich wieder, was er gerade sagt, deren Buch er halt in New York in einem Bücherei einmal ja, getroffen hat und einmal gesehen hat und dann total verliebt wurde in diese wundervoll reichhaltige Poesie. Ja, bitte behalten, Anne Sexton, Peter Gabriel sagt zu ihr, wundervolle, reichhaltige Poesie. So, dann schauen wir uns einfach mal diese wunderbare und reichhaltige Poesie an. Ja, gehen wir mal weiter zu dem nächsten Text auf der nächsten Seite sozusagen. Ja, das ist die Frau da mit der Zigarette in der Hand. Ja, diese Frau hat ein Buch geschrieben, das heißt Anne Sexton, 45 Mercy Street. So, und in diesem
Titel geht es jetzt nur um ganz, ganz traurige Sachen eigentlich, wenn man den mal einblenden, beziehungsweise wenn wir da mal weiter scrollen, dann sehen wir das nämlich auch, ja. Und dann sagt er sie, I'm walking up and down Beacon Hill. Da habe ich mir gedacht, nein, nicht schon wieder ein Hügel. Ja, sie sucht um ein Straßenzeichen, sein Straßenname, nämlich die Barmherzigkeitsstraße. Also es kann natürlich eine Allegorie sein. Sie fühlt sich auf jeden Fall völlig alleine, ja. Und wenn wir jetzt den Text weiter scrollen und so weiter, ich will jetzt nicht in jedes Lied extrem reingehen, aber wenn man halt jetzt nur mal halt diese Geschichten gucken, die da jetzt schreit, hier mit Great Grandmother kneeling in her Wayne Bowl, Corset, praying gently und so weiter. Also sie sucht nach Geborgenheit sozusagen, ja. Und ich habe den Text auch gleich in Deutsch, es ist kein Problem. Wir müssen jetzt hier nicht stammeln und irgendwas übersetzen, ist kein Thema. Aber das ist halt diese Lyrik, aufgrund dessen jetzt Peter Gabriel genau dieses Video gemacht hat. Und schaut euch dieses Video an, bei dem höchsten Punkt sozusagen, wo also fast jetzt hier das Ende erreicht ist. Ja, was seht ihr da? Ein schwarz-weißes Video mit einem Fenster drauf. Die Fenster sind aber, wenn ich das hier so erkenne, noch nicht geöffnet. Ja, für diejenigen, die Lesungen schon öfters gesehen und mitgemacht haben. Aber das ist halt auch wirklich wieder ein total deprimiertes Video zu einem total deprimierten Lied. Ich meine, das Lied ist ganz toll komponiert, ist gar keine Frage. Aber es ist halt alles wieder böse dunkel. Sie blickte auf leere Straßen und sah alles, was sie sehen konnten. Sind die Träume alle solide gemacht? Sind die Träume alle Wirklichkeit geworden? Alle Gebäude, all diese Autos waren mal nur ein Traum in jemandes Kopf. Sie stellt sich als zerbrochenes Glas dar, sie stellt sich als Dampf dar. Sie stellt eine Seele dar, ohne Leck an der Naht. Nehmen wir das Boot raus, warten wir ab, bis es dunkel wird. Nehmen wir das Boot, warten ab, bis es dunkel wird. Also wir warten schon wieder auf die Dunkelheit. Wait until darkness. Jetzt kommt es noch besser. Nirgendwo in den Korridoren von hellem Grün und Grau. Ja, was habe ich denn letztens mal in der Lesung mit Peter Gabriel im Rockpalast gesagt, warum er da von unten dieses hellgrüne Licht bekam? Hellgrün steht für Zauberei, ja, Witchcraft. So, und Grau ist natürlich auch klar. Denk mal an Visage Fade to Grey, We Fade to Grey oder 50 Shades of Grey. Das ist eben nicht der Zustand zwischen hell und dunkel, sondern so ein Übergangszustand. Ne? Also Grau ist aber auch schon wieder eine Verunreinigung von Weiß. Also Grau ist keine besonders positive Farbe. Grau zeigt an, dass da irgendetwas verunreinigt ist. Das ist zumindest meine Interpretation. Ja? Und wenn er jetzt ausgehend von den beiden Farben jetzt hier kolportiert, die eben die eine aus der Zauberkraft oder Hexerei kommt und die andere eben einen verunreinigten Zustand anzeigt, dann sieht das schon sehr, sehr bedenklich aus für den psychischen Zustand derjenigen, die eben genau dieses Gedicht geschrieben hat, beziehungsweise Peter Gabriel es so interpretiert hat. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ja, ich kann jetzt nur aufgrund der Texte das so ungefähr so eingrenzen. Und wenn ihr das seht hier, das Lied klingt total friedlich und liebevoll. Und der Text hat wiederum die völlig kalte Bedeutung im kalten Tageslicht. Ja, dort mittendrin, so lebendig und allein. Word supports like bone. Die Worte stützen, Wörter unterstützen sich wie Knochen. Das ist alles Träume von Barmherzigkeit. Dreaming of Mercy Street. Ja, also Träume von einer Straße der Barmherzigkeit. Und wir können den ganzen Songtext, können wir letzten Endes jetzt schon vergessen, wenn wir wissen, die Farben sind da benannt. Und wenn wir wissen, ah, guck mal hier, wieder in den Armen deines Vaters. Ja, wieder in den Armen deines Vaters. Alle geheimen Dinge in der warmen Sandschachtel. Für den Priester, er ist der Arzt, er kann mit den Schocks umgehen. Also, wir sehen jetzt, wir haben schon wieder in diesem Lied hier eine Anspielung auf einen religiösen Inhalt, der jetzt noch besser wird in der übernächsten Zeile. Auf kissing Mary's lips, Mary's Lippen zu küssen. So, jetzt muss man wissen, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann heißt die Mutter von dieser Anne auch Mary. Ja, und jemand anders, der genauso denkt wie ich oder so ähnlich denkt wie ich, hat jetzt hier in einem Song-Meaning-Text geschrieben, ja, und sie sagt jetzt hier, Mary is Anne Saxons mother. Das stimmt zwar, aber es ist auch vermutlich eine Referenz zu der Jungfrau durchgestrichen Maria. Ja, denn wir haben ja vorher, zwei, drei Zeilen vorher, drinstehen für den Priester, er ist der Arzt.
Ja, das heißt, wir haben da eine indirekte Anspielung darauf dessen, dass es halt eventuell wieder mit der Nicht-Jungfrau Maria zu tun hat, die jetzt hier auch bei mir, damit das nochmal klar ist, wieso das jetzt da Virgin Mary steht. Wie gesagt, es ist nicht nur meine Idee, sondern auch die Idee anderer Menschen, die dieses Lied interpretiert haben, da jetzt nochmal klar wird. Im nächsten Bild seht ihr also jetzt eine stilisierte Maria aus der römisch-katholischen Kirche und es hat so seinen Sinn, warum die da durchgestrichen ist, die Jungfrau. Denn die Maria ist spätestens seit der Geburt der Brüder und Schwestern unseres Herrn Jesus Christus eben keine mehr. Ja? So, und diese Träume von Barmherzigkeit ins Verbinden dann halt wieder mit wieder in den Armen deines Vaters klingt ja dann doch sehr nach römisch-katholischem Glauben, Aberglauben, sozusagen. Ja? Also, wenn man Maria in Verbindung bringt eben mit solchen Dingen und mit Priester und Vergebung und so weiter, dann ist Maria nachher der Priester und hat dann irgendwas mit Barmherzigkeit zu tun. Und es ist halt letzten Endes hier wieder eine Wortklauberei von Herrn Gabriel. Aber ihr seht schon, ihr habt den zwanghaften Drang irgendwie, in jedem seiner Lieder irgendwie einen religiösen, okkulten Hintergrund zu haben. Der kommt irgendwie nicht ohne den Priester und ohne Barmherzigkeit und ohne irgendeine andere Andeutung kommt er irgendwie nicht aus. Da ist er irgendwie nicht glücklich. Es tut mir echt leid, aber das kommt mir permanent in seinen Liedern nur noch entgegen. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen, glaube ich, mal so ein bisschen aufklären, der Jörg und ich, was wirklich Barmherzigkeit ist und von wem die kommt und was wirklich wichtig ist, bevor jetzt irgendwelche Leute nachher da denken, ja, das hat der Peter Gabriel doch gesungen, Kissing Mary's Lips. Ja, so wie die Beatles damals gesungen haben, jetzt hier let it be, speaking words of wisdom, let it be. Holy Mother Mary, come to me. Ja, also es ist alles Propaganda für die römisch-katholische Kirche, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ne? Und deswegen scrollen wir mal zur nächsten Seite. Das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich, oder das mit einer schönsten Kapitel, wo halt wirklich drin steht, welches die wichtigen Eigenschaften sind, die wir Christen haben sollen. Und da gehört auch die Barmherzigkeit zu. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, zu einer Rede lehrte sie und sprach, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ja, vielen Dank. Es war für mich wichtig, weil wir halt viele Poplieder haben, wo Mary eine Bedeutung hat, die eben in das Religiöse reingeht. Beispielsweise Boney M., Mary's Boy Child von 1979. Oder Snap, Mary's Got a Little Boy.
So ähnlich heißt das, ja, und vieles andere mehr und halt eben auch Let It Be und so weiter und so fort. Und das ist alles unter der Oberfläche, ne, Unconsciousness und subliminal teilweise und alles so ein bisschen versteckte Andeutungen. Also, wie gesagt, Mary ist halt ganz, ganz oft eben keine reale Person. Ich weiß jetzt nicht, wie das in dem vorliegenden Beispiel jetzt nur wirklich hundertprozentig gemeint ist, aber da der Peter Gabriel den Priester damit reingenommen hat, halte ich ihn für höchst verdächtig. So, gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir erinnern uns, der Peter Gabriel hat gesagt, eine wundervolle, reichhaltige Poesie. Wie sieht das mit der Frau wirklich aus? Ja? So, alle, die sich diesen Songtext angeguckt haben, die ich gefunden habe, haben gesagt, oh, da ist eine brodelnde Dunkelheit unter der Oberfläche. Ja? Und da gibt es eben hier Beschreibungen des Unbewussten, also die See, Dunkelheit, das Ungesehene und der Priester könnte eine Vaterfigur sein und eine religiöse Bezeichnung, hier Kissing Mary's Lips und so weiter und so fort. Und hier steht jetzt genau drin, dass die Verfasserin dieses Gedichtes und dieses Buches eben 8 Jahre in Psychotherapie verbracht hat. Ja? Sie war halt einfach unzufrieden mit dem Erfolg, den sie hatte und sie hat sogar den Pulitzer-Preis gewonnen. Also die Frau, die hatte lyrische Qualitäten. Jetzt frage ich mich natürlich, von wem die sie hatte. Aber das könnt ihr ja vielleicht auch mal kombinieren, wenn ihr die Bob Dylan-Lesung verfolgt habt. Und sie hat eben diese ganzen Visionen von ihr, diese ganzen dunklen Vorahnungen irgendwo nicht wegbekommen. Also sie hat ein Jahr vor ihrem Tod selber gesagt, ja, sie hatte mal ein schreckliches Rudern auf Gott zu. So hat sie selber beschrieben, the awful rowing towards God, das schreckliche Rudern auf Gott zu. Ja. Und ach, sie hat 3 Tage in einer Irrenanstalt verbracht, ja, und ja, sie war also überhaupt nicht mehr so, sie war total unzufrieden und so weiter und so fort, ja. Und sie wollte auch nicht, dass diese Gedichte vor ihrem Tod veröffentlicht wurden. Das kommt jetzt aus der Quelle Wikipedia, ich kann es nicht beurteilen. Aber interessant ist, dass eben Peter Gabriel genau sich diese Dame ausgesucht hat. Ja? Und diese Dame hat Selbstmord begangen. Bei ihrem 5. Versuch war der mal erfolgreich. 1974, 12 Jahre bevor Peter Gabriel ihr das Lied Mercy Street gewidmet hat. Diese Frau hat Selbstmord begangen. Davon kommt kein Wort in Peter Gabriels Text vor. Ja? Und er beschreibt immer nur noch ihre Poesie. Und alles das, was sie beschreibt, ist zwingend negativ. Ne? Ist klar. Also sie sucht Barmherzigkeit, sie findet nichts, sie fühlt sich alleine, sie wünscht sich so ein bisschen ihre Kindheit zurück, sie sucht eine Bezugsperson, alles. Und das fasziniert Peter Gabriel. Er hat ja schon mal gesagt, in einem früheren Folge hat er ja schon mal beschrieben, er ist immer in Abgründen interessiert, der menschlichen Seele und solchen ganzen Sachen. Ne? Und hier wird auch einmal frei beschrieben, ja, das in ihrem ersten Gedicht, da hat sie halt eben auch wieder von Tod beschrieben und. Ja, but the darkness was never very far away and the inner demons persisted. Also die Dunkelheit war nie weit weg und die inneren Dämonen, ja, die waren fordernd und die waren immer da, die waren immer präsent. Ja, das heißt, diese Geschichte mit den Dämonen kommt jetzt nicht von mir, die kommt jetzt hier von einer Beschreibung von dieser Lyrikerin, die den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Die also nicht irgendjemand gewesen ist, ja. So, und die hat sich dann vergiftet sozusagen, ja, das steht jetzt hier drauf, ja, also wird jetzt hier beschrieben, ja. Sie hat sich jetzt hier vergiftet, indem sie Folgendes gemacht hat. Sie hat sich ein Glas Wodka reingeschüttet sozusagen und ging in die Garage, hat alle Türen geschlossen, hat das Fahrzeug gestartet und ist von einer Carbonmonoxid-Inhalation vergiftet worden. Wir müssen das jetzt nochmal ganz deutlich machen. Carbonmonoxid. Kannst mal eben auf die nächste Seite gehen, das ist jetzt etwas verrutscht. Carbonmonoxid, nicht Carbondioxid, nicht CO2, sondern Carbonmonoxid, CO. CO ist das, was giftig ist. Ja? Wer da jetzt Zweifel hat, der kann sicherlich mehr Chemiekenntnisse haben als ich, aber der kann natürlich auch mal alternativ sich mal nachgucken, wofür denn Kohlendioxid und Kohlenmonoxid steht. Dioxid steht immer für 2 Anteile Sauerstoff. Ja, Dioxid. Und C steht einfach für Kohlenstoff. Deswegen haben wir Kohlenstoff auf der einen Seite, da haben wir ein Kohlenstoffatom und ein Sauerstoffatom. Ne? Einmal schwarz, einmal rot. Es ist jetzt, ich kann nicht dafür, dass diese Farben jetzt hier auftauchen. Ja, und dann beim CO2 haben wir 2-mal rot und 1-mal schwarz in der Mitte. Da docken sich dann 2 Sauerstoffatome an einem Kohlenstoffatom an. Und das mache ich jetzt alles aus dem Kopf, dafür habe ich noch nicht mal nachgeguckt, aber das ist eigentlich so die Bezeichnung von O2. Ja, und O2 kennen wir doch irgendwoher von so einer komischen Telefonmarke, oder?
Also von daher, wenn einer erzählt, von wegen ja, CO2 ist das Problem, dann hätte man das vielleicht der Anne Sexton sagen sollen, dass sie sich mit CO2 hätte vergiften sollen, dann hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Ich will jetzt aber auch gar nicht darüber den Punkt hinaus diskutieren, sondern mir ist der Punkt nur aufgefallen. Ich weiß, dass es also viele Vergiftungen gibt von Kohlenmonoxid, aber unser Problem ist ja angeblich das Kohlendioxid. Macht euch da mal schlau in der Richtung, was denn da jetzt richtig ist und was jetzt da chemisch wirklich dann da ist. Vielleicht hätte man da den einen oder anderen Todesfall ja auch mal etwas, ja, ne? Klärt man den Mann da auf. Also ich finde es dann schon wichtig, dass wir uns hier immer auch diese ganzen Randbemerkungen schon mal merken, wenn sowas auftaucht und da steht CO, dann denke ich automatisch an CO2, was ja der große Problemfall für das Klima sein soll. Ja, alternativ hatte ich mich da auf eine andere Route mal begeben zu diesem Stück, und zwar Mercy Seat. Da habe ich mir gedacht, was passiert denn, wenn beispielsweise jetzt hier der Peter Gabriel absichtlich das Ding hätte falsch benannt, aber er hat es wohl absichtlich nicht falsch benannt. Aber ich wollte halt einfach nur mal euch zeigen, dass ich halt in viele Richtungen halt auch schon mal so gucke. Denn wir können uns ja nicht sicher sein, dass die Songtexte, die abgedruckt werden, auch dementsprechend, was der Sänger singt. Ja, wir haben ja beispielsweise den Fall bei Peter Gabriel, dass der auch einheimische Laute damit reinmacht, die wir halt nicht deuten können, weil die auf den Songtext nicht abgedruckt sind. Es mag ja auch schon mal sein, dass jemand absichtlich einen Konsonanten verschluckt. Und schon würde aus Mercy Street Mercy Seat werden. Ich sage jetzt nicht, dass es in dem Fall der Fall ist. Ich sage jetzt nur mal, ja, ich sehe es. Ich sage jetzt nur mal, dass es einfach so eine Idee ist, dass viele Dinge auch so mal so ein bisschen absichtlich mit irgendwelchen Fehlern und Fallstricken dann so halt bestückt werden könnten. Ne? So wie ich eben letztens sagte bei Don't Give Up, ne? we grew up strong, das kann man auch auf zwei verschiedene Weisen deuten, je nachdem, ob man es getrennt schreibt oder zusammen. Aber soweit nun mal hierzu, Mercy Seat ist das Heiligtum hinter, oder wo halt einfach diese Ark of the Covenant saß, also die Heiligkeit, die Ware, jetzt kommen wir auf den Namen nicht mal, meine Güte, die Lade. Die Bundeslade. Bundeslade, ja, das Bundeslade, Bundesrepublik. Ja, das war der Platz, ja, wo der hohe Priester das Blut der Opfertiere drauf gesprenkelt hat. Ja. Naja. Und wo ich kam auf den Namen jetzt nicht gerade. Das Ark of the Covenant hat mit Bundeslade so wenig zu tun, das, ne, kann man nicht eins zu eins übersetzen. Ja, ich glaube, das ist doch die korrekte Übersetzung, Bundeslade, nicht? Ja, definitiv. Ich kam noch nicht auf den deutschen Titel jetzt, weil ich auch meistens, wenn ich englische Videos sehe, immer Ark of the Covenant habe und dann fragt mich jemand nach dem deutschen Titel und dann stehe ich auf dem Schlauch. Ja, das passiert mir auch öfter. Ja, genau. Das ist ja auch das, wo Ron Wyatt behauptet, das gefunden zu haben, dass das unter der Kreuzigung Christi das Blut, das aus Christus Lichaam floss, nachdem er von dem Römer mit dem Speer in die Seite gestochen wurde, dass sich da sein Blut durch den Boden gewunden hat und dann auf die Bundeslade getropft ist und dadurch eben eine materielle Erfüllung gebracht hat, der Opferung der Bluttiere im Alten Testament und eben Jesus sein Blut auf die Bundeslade getropft ist. Da. Ja. Auf der nächsten Seite hast du eine Illustration davon. Ja, Nick Cave and the Bad Seeds, da gehst du nicht weiter drauf ein wahrscheinlich. Nee, da habe ich nicht mehr hingeguckt, nee. Hast du auch wahrscheinlich keine Sendung von vorbereitet. Nee, ich habe schon so viel mit dem Peter Gabriel zu tun. nee, ich habe es nicht gemacht. Man muss ja auch mal ein bisschen Spielraum lassen für andere. Ich kenn von diesem Nick Cave im Grunde auch nur ein Lied. Ja. Das singt er im Duett mit Kylie Minogue. Oh ja, deswegen. Okay, gut. Also wir wissen genau jetzt, Jörg ist ein Kylie Minogue-Fan. Gut, wir wissen Bescheid. Okay, also das Ding ist jetzt hier mit Mercy Seat. Ich kann ja noch nicht sagen, ob jetzt nicht beispielsweise die Verfasserin vielleicht eine Allegorie benutzt hat. Ne? Mercy Seat, Mercy Street, das kann natürlich auch sein. Ne? Naja, aber Mercy Street heißt ja im Grunde übersetzt Straße der Gnade, nach dem Motto, das ist der Weg zu Gott, ne? Der Weg zu Jesus Christus, ne? Der ja gerade in dem Bibelzitat davor gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dafür muss man eben diesen Weg begehen, den Weg der Gnade, die einem eingepfropft wird von Jesus Christus. Nicht die man sich erarbeiten kann, wie die römisch-katholische Kirche sagt, sondern die eingepfropfte Gnade, die wir von Jesus Christus, von unserem Herrn und Schöpfer als Geschenk bekommen. Deswegen Gnadenstraße, die Straße der Gnade und natürlich auch eben der Sitz der Gnade, Gnadensitz. Ja, nur dann bringt man sich nicht selber um, ne? Nein, also, wenn man sich selber umbringt, verstößt man gegen das sechste Gebot und eben, damit, schön, ne? Ja,
Genau. Und das Problem ist, wenn man sich selbst tötet, kann man hinterher nicht mehr bereuen. Und man tut also Sünde, die man nicht mehr bereuen kann. Und damit ist man verdammt. Ja, soweit hier dazu. Der Text zu dem Nick Cave-Lied ist auch interessant, aber ich bin jetzt hier in einer Live-Sendung. Ich kann jetzt da nicht gleichzeitig ja, raus. Ja, ich fand das ja. halt mal. Ja, ist schon interessant, erwähnt. Klar, definitiv. Ja, wir gehen mal weiter bei dem guten Peter. Und da gehen wir dann zu den nächsten. Da sehen wir jetzt die Bilder und die zeigen jetzt ein neues Kapitel an, sozusagen. Aber wir halten nochmal eben fest zu Mercy Street. Er hat gesagt, eine wundervolle, reichhaltige Poesie. Ja, das ist doch schon fast zynisch, oder? Zu jemandem, der sich umgebracht hat und der total unglücklich war im Leben. Sonst hätte er sich ja logischerweise nicht umgebracht. Also, ich finde das schon so ein bisschen grenzwertig irgendwo, ne? Gut. Jetzt schreibt er weiter. Er hatte die Geschichte gehabt, dass er jetzt hier This is the Picture aufgenommen hat, und zwar mit Laurie Anderson, mit dieser Künstlerin, wo ich eben gesagt habe, ja, dieses Oh Superman-Lied, was sie dann mal in einem Vocoder intoniert hat, was völlig strange ist. Und er hat dieses Lied als eine Orwell-Referenz genommen, also George Orwell 1984 über diese Überwachung, ne? This is the Picture heißt, das ist das Bild. Ja, und die hatten genau eine Woche, um den Song zu schreiben, aufzunehmen und das Video zu machen. Und deswegen haben die also dann Tag und Nacht sozusagen gearbeitet. Er schreibt selber, wir sind ein paar Nächte, haben wir rund um die Uhr gearbeitet, Nächte gearbeitet, ja. We were just burned out Zombies. Wir waren ausgebrannte Zombies. Und dann haben wir das Video gemacht, wie es lustig war und so ein bisschen inspiriert, aber halt auch so ein bisschen, naja, also es war für seine Verhältnisse, war also sehr, sehr schnell abgedreht, aber war auch okay. Aber interessant fand ich, dass er geschrieben hat, we were burned out Zombies, und die haben halt auch die ganzen Nächte immer gearbeitet. Warum arbeiten die eigentlich immer die Nächte und nicht die Tage, ne? Gut, jetzt kommen wir mal zu der nächsten Geschichte hier. Peter Gabriel, we do what we are told. Wir tun, was uns gesagt wurde. Milgrams 37. Ja, was zum... heißt denn jetzt Milgrams 37? Der Songtext, der gibt nicht viel her, ne? Ein Zweifel, eine Stimme, ein Krieg, eine Wahrheit, ein Traum. Ja, gucken wir uns das mal an. Das hat jemand anders für uns aufgedröselt. Das heißt nämlich, dieses Video heißt Menschliche Bestien, die Milgram-Experimente. Und das ist ja ganz schön, dass wir da einen amerikanischen Panzer mit einem Pentagramm drauf direkt sehen. Juhu. Ja. So, und das ist ein Experiment, was hier Peter Gabriel vertont hat, sozusagen, aus seinem Album. Ja. Und das wurde also durchgeführt in den Vereinigten Staaten oder New Haven, das meine ich, es müsste in den Vereinigten Staaten sein, von einem Psychologen. Ja, und die haben jetzt Folgendes versucht hier herauszufinden. Das ist halt hier in dem nächsten Kapitel, wo es dann rot umrandet ist, sozusagen beschrieben. Ja, das Experiment sollte dazu dienen, Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus sozialpsychologisch zu erklären. Dazu sollte die Germans are different, also Deutsche sind anders, These geprüft werden, die davon ausging, dass die Deutschen einen besonders obrigkeitsführigen Charakter haben oder hätten halt. Ne? So. Ja, und was haben die dann gemacht? Ja, die haben jetzt ein Experiment gemacht. Ich will jetzt nicht alles durchlesen hier. Die haben ein Experiment gemacht. Die haben jemand eingeschleust und haben zwei Leute genommen, einen Lehrer, einen Schüler. Der Schüler setzt sich hin auf einen elektrischen Stuhl, wird da angeschnallt. Der Lehrer stellt ihm Fragen. Bei jeder falschen Frage erfolgt ein Stromstoß. Und bei jeder falschen Frage erhöht sich dann auch die Stromgröße. Also Antwort. Jetzt hier... bei jeder falschen Antwort wird dann halt einfach der Strom eine Nummer höher gestellt. Also da fließen dann sozusagen mehr Volt drauf, also eine höhere Spannung. Ne? Wenn man weiß, wenn man so eine kleine Batterie anpackt mit 1,5 Volt, da passiert gar nichts. Ja, legt mal die Zunge auf eine 9 Volt Batterie, bitte nicht nachmachen zu Hause, don't try this at home. Ja, dann gibt es schon so ein richtiges kleinen Schlag, so richtig taube Zunge. Und wenn man das halt mit den Fingern in der Steckdose macht, dann wird es halt sehr unappetitlich. So, und das haben die jetzt genau gemacht, und der Aufbau ist jetzt folgendermaßen, das sehen wir jetzt unten an dem Schaubild, einmal V und einmal L, ja, da haben wir nämlich dann eben einen, der da sitzt, VLS, ja, der S ist dann beispielsweise der Schüler, der ist da angeschnallt, und der L ist dann halt der Lehrer, und der V, das ist jetzt hier derjenige, der der Verantwortliche ist, sozusagen. V ist ja auch wieder interessant, steht für Römisch 5, und V ist auch eine Allegorie für Satan, ne, das hat mit vielen Dingen zu tun, mit diesem V, beispielsweise mit diesem Victory-Zeichen, da kommen wir dann später auch noch zu.
So, das heißt, der L, der Lehrer geht jetzt hin, stellt die Fragen. Ja, der S, der Schüler, der antwortet jetzt. Wenn er richtig antwortet, dann prima, dann geht es weiter zur nächsten Frage. Wenn er dann falsch antwortet, kriegt er einen Stromschlag. Und je öfter der falsch antwortet, desto höher werden die Stromschläge. Und L ist entlastet in seinem Gewissen, weil ja V hinter ihm steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der nimmt die Verantwortung ihm ab. Ja? Und deswegen wollten die halt wissen, wer jetzt hier so richtig obrigkeitshörig ist, ob es dann reicht, wenn jemand sagt, ja, ich befehle nur oder ich gehorche nur einem Befehl, ich folge nur einem Befehl, ja, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich kann nichts dafür tun, wenn ich das nicht mache, macht das jemand anders zum Beispiel. Das ist dieses berühmte oder berüchtigte, besser gesagt, Milgram-Experiment. Ja, was die Leute jetzt eben nicht wussten, ist, dass der Mensch, der auf dem elektrischen Stuhl sitzt, ein Schauspieler ist. Ja, das heißt, der hat dann richtig geschrien und Theater gemacht und so weiter und so fort alles und so. Das sieht man jetzt hier im nächsten Bild sozusagen, wo die Spannung links steht und rechts steht dann quasi das, was der Actor dann halt machen sollte. Ne? Hier, er lehnt es ab zu antworten oder über 330 Grad Stille und so weiter und so fort. Ne? Du bist schon vorbei. Ja, und ja, genau da steht's. Ne? So, und das ist eben das, der Lehrer meint die ganze Zeit, ein echtes Experiment zu haben, aber er wird letzten Endes dann wiederum veräppelt. Und das hat also mehrere Ebenen, dieses Experiment. Und wie wir Peter Gabriel kennen als Menschenfreund, der hat sich doch angeblich für humanistische Dinge da orientiert und Menschenrechte und so weiter und so fort, findet aber dieses Experiment so toll. Das gibt mir dann auch schon zu denken. Und unten drunter seht ihr jetzt beispielsweise diese öffentliche Anzeige, die da gemacht wurde, Public Announcement, $4 pro Stunde ihrer Zeit, ja, persons needed for a study of memory, so ist es dann hier völlig euphemistisch und falsch eigentlich beschrieben, ja, Professor Stanley Milgram, Department of Psychology, da sieht man mal wieder, welche kranken Leute sich da Professor nennen, also Entschuldigung, ich kenne auch tolle Professoren, gar keine Frage, aber ja, hier New Haven, Connecticut heißt es dann wahrscheinlich, Yale Universität, alle Alarmglocken, die wir haben, müssten jetzt eigentlich klingeln, ja. So, und dieses findet eben er so toll. Und da unten drunter sehen wir jetzt eine Liste, ja, wo jetzt bei welcher Frequenz bzw. welcher Stromstärke jetzt die entsprechenden Lehrer abgeschaltet haben. Ja. Da sehen wir jetzt unten hier ganz links sehen wir Spannung bis 300 Volt. Ja, keiner. Dann 300 Volt 5, dann weiter nach oben gehen 4, 2, 1, 1, 1. Und die allermeisten, muss man sich mal vorstellen, die allermeisten sind bis zum Schluss gegangen, weil sie eben gesagt haben, ja gut, ich hatte keine Verantwortung und manche haben auch ausgesagt, ich habe mir diesen Film angeguckt, ja, ist er selber schuld, hätte er die Antwort wissen können. Also es ist unglaublich, also 26 Personen gingen bis zur maximalen Spannung, wenn sie denn da gewesen wäre, ja, es war ja nur ein Schauspiel, ja, und nur 14 brachen vorher ab, also 26 von 40. Da sind wir also bei einer ganz großen Zahl, bei der absoluten Mehrzahl auf jeden Fall, die eigentlich völlig, ja, völlig unbedenklich und alles dann halt einfach mal, ja, keine Verantwortung übernehmen. Frag dich doch mal, wie viele Christen an diesem Experiment teilgenommen haben. Ja, es ist Wahnsinn, wenn man das alles sieht, ja. Noch wahnsinniger ist dann die Erklärung, die unten drunter kommt, ja. Da muss ich jetzt mal scrollen bis zum Grünen. Wie gesagt, das ist ein ganz langes Experiment, ja. So, da, Folgen und Folgerungen für die Psychologie. Heutzutage würde ein vergleichbares Experiment von vielen Psychologen als unethisch zurückgewiesen werden, da es die Versuchspersonen einem starken inneren Druck aussetzt und man sie über den wahren Zweck des Experiments täuscht. Ob das gewonnene Wissen bei Militär- und Geheimdiensten Anwendung fand, ist nicht bekannt. Also, das ist doch Satire hier, oder? Das ist doch Satire, ne? Wollen wir ihn reinlassen? Das ist doch echt. Ja, das weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Nein, natürlich nicht. Das Militär steckt da Geld rein und dann hat es auf einmal Moralprobleme und sagt, haben wir nie gemacht, stecken wir weg, machen wir nichts mit. Ja, natürlich. Stattdessen entwickeln wir Mikrowellenwaffen und braten die Leute auf 1000 Meter Abstand. Ja, also wie gesagt, du kannst jetzt gerne, wir kommen heute wirklich hier durch, du kannst jetzt gerne immer weiter hier machen bis zum nächsten Roten. Auf jeden Fall das nächste Rote, was jetzt kommt, ist nämlich genau der Satz dazu von Peter Gabriel, der da steht. Im Jahre 1986 nahm der Musiker Peter Gabriel, der Milgram bewunderte, ein Lied mit dem Titel We Do What We're Told, wir uns gesagt wird. Milgrams 37. Experiment. Der Milgram bewunderte. Ja, Entschuldigung bitte, wie kann der jetzt ein Menschenfreund sein? Wisst ihr jetzt, warum ich in der ersten Folge gesagt habe, ja, hier so ein Menschenrecht und Menschenforderung, ja, das ist alles nach außen hin. Ja, genau wie der Nelson Mandela mit seiner Frau. Ja, war ja auch Menschenfreunde, ne? Ja,
Genau. Haben wir ja auch sehr schön besprochen. Genau. Jetzt bitte, lieber Jörg, scroll mal weiter und krieg nicht wieder einen Lachanfall, wenn du jetzt siehst, welche Referenz ich jetzt schon wieder habe. Soll ich denn mein Mikrofon eben sicherheitshalber ausschalten? Oder? Nein. Nein, mach einfach so. Guck mal. Okay. Ich habe Miami Vice ganz selten geguckt, muss ich dir ehrlich sagen. Also von daher, ja, den Titel kenne ich schon mal gar nicht. Ja, aber bitteschön, glaubt jetzt bitte nicht alle an Zufälle hier, ja? Das war also unser, ja. Dieses Lied, ja genau, dieses Lied, ja, ist hier keine Single gewesen. Das heißt, diejenigen, die Miami Vice gedreht haben, haben eine gute Connection zu Peter Gabriel gehabt. Ja, und haben gesagt, Mensch, dieses Lied, das haben wir von deinem Album gehört, ja, das wollen wir unbedingt haben. Und das ist nicht das einzige Lied. Ich habe schon ein Lied, schon ein paar Lieder unterschlagen, die Peter Gabriel gemacht hat. Der hat mindestens 5 Auftritte bei Miami Vice gehabt. Und dieses We Do What We're Told ist hier in dieser Serie Forgive Us Our Debts, vergib uns unsere Schuld, ja, deliver us from evil, erlöse uns vom Bösen. Also wer da mir noch erzählt, das ist jetzt hier eine total Zufall, dass die jetzt hier schon wieder mal einen Bibelvers oder Bibelverse jetzt hier zitieren, ja. Also der hat den Schuss auch wirklich nicht gehört, ne? Das ist sicher Zufall. Ja, klar. So, und in diesem Deliver Us von Evil, da geht es halt drin, dass hier Star-Polizist hier Don Johnson, Sonny Crockett in seiner Blüte des Lebens da jetzt ein paar Gangster jagt. Und die Sequenz könnt ihr euch ja selber mal angucken. Das ist dann letzten Endes, also wie soll ich mal sagen, also die... Ja, die Polizisten machen ja auch nur das, was sie sollen. Ne? Und wie gesagt, das ist alles in diesem Kontext drin. Ich habe das nur noch mal in Englisch hier reingemacht. And forgive us our debts as we forgive our debtors and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Damit ihr seht, das kommt tatsächlich aus dem Vater unser im Englischen. In dem Deutschen ist es eben dieselbe Entsprechung. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, jetzt machen wir noch einen Songtext. Wir sind jetzt bei 55 Minuten ungefähr. Das heißt That Voice Again. Und zwar geht es darum, dass er immer eine Stimme hört. Also Peter Gabriel hört auch Stimmen. Und diese Stimme sagt hier, and still I had that sharp tongue talking. Und immer noch höre ich halt diese scharfe Zunge reden. Ich konnte mich nicht dazu überreden, das Bild nicht zu verwenden. Also ich muss es unbedingt mal verwenden. Talking tangled words, I can sense the danger, just listen to the wind. Zu Deutsch heißt es hier, ich höre wieder diese Stimme und immer höre ich noch diese scharfe Zunge sprechen, die deutsche Übersetzung ist unten drunter, ja, und immer höre ich noch diese scharfe Zunge sprechen, die spricht verworrene Worte. Ich kann die Gefahr spüren, indem ich einfach dem Wind zuhöre. Auch euch, die ihr tot war durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, der Fürst der Lüfte, Satan. Ne? Und er hat ihm hier im Englischen, hat der Peter Gabriel gedacht, ich bin mal jetzt hier ganz schlau, er hat im Englischen eine Textzeile drin, die heißt, I hear it through the rattle of a streetcar. Ich höre es durch das Rattern einer Straßenbahn. Habe ich mir auch gedacht, Moment mal, 1986 Straßenbahn? Ist ja nicht mehr so verbreitet da irgendwo. Könnte das auch wieder dieses Rattle etwas anderes bedeuten? Da habe ich mir gedacht, Moment, wie heißt es denn in Deutsch? In Deutsch heißt es, ich höre wieder diese Stimme. Es ist ungewiss, dass wir nackt und lebendig sind. Aha, denke ich mir, gut, da muss ich jetzt irgendwie an den Garten Eden denken. Da war ich schon wieder bei der Schlange. Ich höre es durch das Geklapper einer Straßenbahn, durch die Dinge, die du sagst. Es erschreckt mich, wenn ich dem Wind zuhöre. Ja? Aber ich will nicht hören, ich will diese Stimme nicht mehr hören. Ich höre schon wieder diese Stimme. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, und in mir hat er nichts. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Ja, Fürst dieser Lüfte ist immer noch Satan. Und Rattle of a Streetcar könnte ein Synonym sein. Das Klappern einer Straßenbahn. Wo gibt es denn noch Straßenbahnen in England? Aber Rattle kennen wir doch irgendwoher. David Gilmour, Rattle That Lock. Wäre es möglich, nur eine Hypothese jetzt, wäre es möglich, dass Rattle ein Codewort ist, weil es ist sowohl ein Substantiv als auch ein Adjektiv. Ja, das heißt einmal die Rassel und einmal das Klappern. Ja, Klapperschlange, das, ja. Ja, scroll weiter einfach, ne? Naja. Genau. Aber die zwischen Anführungszeichen Klapperschlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Genau. Und er hatte auch letztens in dem Lied San Jacinto, hat er auch eine Textzeile da drin, the rattle in the snake, rattle in the back oder sowas, also wo er auf den Hügel hochsteigt zu dem Medizinmann oder mit dem Medizinmann, ja. Da hat er auch in San Jacinto eine Textzeile drin, wo auch rattle drin steht. Da rattert auch oder klappert auch irgendetwas. Und wenn wir jetzt eben gehört haben, oha, der hat mal angeblich einen Apachen kennengelernt, der mit von einer Schlange hat sich beißen lassen und so weiter. Ja, wo kommen denn Klapperschlangen vor? Ne? In Neumexiko da oben? Ne? In irgendwo doch, in, Entschuldigung, ja? Ich muss dich mal eben unterbrechen. Da kommt mir gerade so ein Gedanke. Es gibt doch ein Musical oder ein Lied, das heißt doch Streetcar Named Desire oder sowas? Ja, richtig, ja. Hat das nicht vielleicht damit zu tun? Den Film kenne ich nicht. Ich kenne ihn vom Titel her, aber. Ja, es ist doch, glaube ich, ist es doch ein Musical, glaube ich. A Streetcar Named Desire. Endstation Sehnsucht. Und, ja, das weiß ich nicht. Deutschen Titel kenne ich da nicht von. Aber ja, wenn wir dann davon ausgehen, Streetcar, ne? Du sagst ja Straßenbahn, dann muss ich immer in Amerika muss ich immer an San Francisco denken. Richtig. Und San Francisco ist ja nun auch nicht gerade eine sehr unbeschriebene Stadt. Alleine schon der Name. San Francisco. Ja, benannt nach St. Franziskus, dem Aufrichter des Bettelordens, der eben auch mitgewirkt hat an der Inquisition. San Francisco, eine Stadt, die in der Nähe liegt der Bohemian Grove, wo ja die Eule in einem Park ganz groß steht. Mhm. Und die rattert ja, wenn das, wenn diese Straßenbahn fährt. Und das Rattern kann eben an die Klapperschlange erinnern. Also, und dann ist Streetcar named Desire, Desire, Begierde, Teufel. Mhm. Straßenbahnwagen, also ich weiß nicht, mir kommen da so ein paar Gedanken. Ja, und ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit den Songtext von San Jacinto nochmal aufgerufen, da steht ganz einfach drin, a rattle in the old man's sack, look at mountaintop, keep climbing up, also ein Rasseln in dem Sack des alten Mannes, schau den, look at mountaintop, guck auf die Bergspitze und steige weiter hoch. Und dann steht da unten drunter, the poison bite and darkness take my sight, also der giftige Biss und die Dunkelheit rauben mir die Sicht. Ja, ich denke also mehr brauchen wir jetzt dazu, the rattle nicht mehr zu sagen, oder? Nö. Eben. So. Und deswegen kommen wir jetzt hier zum nächsten. In your eyes, ich hätte jetzt gesagt, in your face. Ja, in your eyes heißt das nächste Stück. Nein, zum Abschluss des Videos hätte ich jetzt gesagt, in your face. Es ist ja wirklich in your face. Ja, ist ja wirklich mit den Rattle, ist ja wirklich jetzt hier wirklich nicht mehr normal. Ne? Also. In Your Eyes können wir auch noch eben machen. Willst du jetzt hier noch weitermachen oder willst du Pause machen? Ja, In Your Eyes würde ich vielleicht einmal noch machen. In Your Eyes oben habe ich ganz fett gedruckt. Schaut mal da, was da rot steht. Da steht rot Jim Kerr als Backing Vocals, also als Unterstützungsgesang, also als Hintergrundgesang, Background Vocals. Ne? Jim Kerr, ja, da muss ich jetzt, wenn ich das Bild hier sehe, da muss ich an Elton John denken. Ja, Jim Kerr ist aber jemand anders. Jim Kerr ist Simple Minds Sänger. Die haben also mit Peter Gabriel zu tun, insofern, dass der Steve Lillywhite der Producer von beiden gewesen ist, Mitte der 80er Jahre. Ne? Also einfach mal behalten, Simple Minds haben da was mit zu tun. Kommen wir auch, glaube ich, gleich zu. Hier habt ihr erstmal dieses Stück von In Your Eyes, in deinen Augen. Fängt an mit einer Kerze, sieht völlig harmlos aus. Problem ist, diese Kerze kommt aus Babylon. Also alle Kerzenverehrungen kommen aus Babylon. Es gibt da eine spezielle Magie, die mit Kerzen arbeitet. Und das kommt eben genau aus dieser Geschichte her der heidnischen Völker, die natürlich das Licht verehren oder das Licht eben Luzifer sehen. Ja? Und ihr seht in diesem Video da auch wieder, da gibt es also unscharfe... Und der Docht der Kerze ist der Lichtträger. Ja. Und hallo. Ich habe doch auch mal meine hellen Momente ab und zu. Also ich bin begeistert hier. Ich kann mich ja endlich mal zurücklehnen hier nach 75 Sendungen oder so. 74, ja.
Ja, wir sehen also hier wieder auch wieder so Andeutungen von irgendwelchen schemenhaften Dingen hier, ja. Und wie gesagt, Licht und Kerze ist ganz, ganz, ganz böse okkult. Ne? Also auch in so ganzen Esoterik-Shops und so weiter, wo ihr ganz schwarzmagische Dinge kaufen könnt, da kriegt ihr auch Kerzen. Ne? Da gibt es auch Kerzen in verschiedenen Farben. Das hat eine ganz spezielle Bedeutung auch dafür. Ne? Ja, machen wir mal weiter da in Your Eyes. Und da seht ihr beispielsweise, da oben habt ihr so eine Trinität, ja. Und da geht es ja schon los mit Verehrung und mit Religion. Und ihr seht ja, das ist keine normale Kerze wieder, die er euch zeigt. Ne? So irgendwie, was weiß ich. Und unten drunter seht ihr da die Vermischung von Tier und Mensch sozusagen. Da seht ihr also da Spielereien auf so einer Tasse oder sowas, was es da ist. Ne? So much wasted, ja, sagt er jetzt in der Zeile und zeigt euch jetzt das nächste Stück bei genau so much wasted. Ja, da seht ihr eine Reminiszenz sozusagen an wahrscheinlich Jesus Christus, den ihr da seht. Ja? Und da, genau in dieser Zeile kommt dann vor, oder genau aus diesem Zeitpunkt kommt dann vor, so much wasted. Wenn ihr jetzt doch glaubt, das ist ein Zufall, schaue sich die nächste Zeile und den nächsten Text dazu an. I get so tired. Ja, es ist auf den Punkt genau dieses Video so geschnitten, ja, dass genau bei so viel verschwendet Jesus Christus gezeigt wird oder eine Jesusfigur oder eine männliche Figur zumindest, ja. Und bei I Get So Tired wird dann so eine harmlos schlafende Frau in einem riesengroßen Bett gezeigt. Das ist alles absolut getimt. Der Text, der hier drüber steht, ist ja, glaube ich, wohl aussagekräftig genug da, ne? Ja. Celestis Triumphi Speculum. Ja. Das Celestis steht für Himmel. Ja. Triumphi kann wohl jeder lesen, steht für Triumph. Ja. Ja. Und Speculum, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber der Himmel triumphiert über was auch immer. Also wird das wohl eine Darstellung von Jesus Christus sein, gehe ich mal ganz deutlich von aus. Genau, das ist auch der Punkt, das ist auch der Punkt, dass es also eben kein Zufall ist, dass es genau zu dieser Textzeile da und Textstelle da auftaucht. Ne? Eben. Ja, ich wollte halt nur gerne erwähnen, diesen Text hier oben drüber, der es dann, glaube ich, ziemlich deutlich macht, was hier genau dargestellt ist. Ja, ja, Speculum kenne ich aus der Medizin, möchte ich aber nichts zu sagen jetzt gerade. Gut, also, das gibt es jetzt noch hier in der Geschichte mit In Your Eyes, noch ein, zwei Bilder, dann sind wir auch damit durch. Ja, dann seht ihr hier zum ersten Mal bei Peter Gabriel ein Symbol. Ihr werdet bei ihm, habe ich zumindest jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, keine Pentagramme oder sowas sehen. Der Mann ist jetzt anscheinend zu intelligent für, uns jetzt so richtig so auf die Nase zu hauen. Aber wir sehen da das Symbol des einen Auges, und zwar bei In Your Eyes in Minute 306. Ihr könnt dieses Video überall euch anschauen bei YouTube. Ja, das ist da so, wie es da aufscheint. Ja, und ein Auge steht halt nicht nur für Pirat oder sowas, ja, oder für Zyklop oder so, sondern steht immer halt für die Unvollständigkeit und damit halt einfach für den Abtrünnigen, der halt angebetet wird oder der die Anbetung haben will, also zu Deutsch für Satan. So, und ihr seht, also dieses ganze Video hat wieder so mit solchen Sachen zu tun, da wird halt so, es ist immer diffus, du kannst es nicht greifen, du kannst alles rein interpretieren, die Farbe lila, purpur haben wir wieder, King Crimson sozusagen, ja, purpurer Raum, aber du siehst, und in der Mitte ist weiß, hell, Geist, ja, du siehst, aber du kannst es nicht greifen, das ist keine definitive Aussage, ist alles schwammig, und das ist eben nicht eindeutig ja, ja oder nein, nein, sondern alles andere eben vom Bösen, ne? Ja. Und da seht ihr noch dann einen Vogel, der fliegt und so weiter und so fort. Das ist immer dasselbe. Ne? Ja. Ja, und zu Simple Minds kann ich jetzt noch sagen, Simple Minds ist auch eine Geschichte, die haben drei verschiedene Sachen, die habe ich jetzt aber hier noch nicht eingearbeitet. Die haben verschiedene Lieder, die also auch dementsprechend Luzifer verherrlichen, ne? Obwohl man das ja so jetzt auf den ersten Blick bei denen irgendwie gar nicht so merkt und so. Aber wie gesagt, die können wir ganz schnell abfrühstücken, das ist auch überhaupt kein Problem. Aber es ist eine Lesung über Peter Gabriel und deswegen machen wir jetzt hier und jetzt an der Stelle Stopp. Und deswegen hat jetzt der Jörg so gut mitgearbeitet heute und mir so viel Arbeit abgenommen mit den ganzen Scrollerei hier, dass ich jetzt ganz entspannt mich bei Jörg bedanke, bei euch bedanke mit der ganzen Aufmerksamkeit und für eure Treue und so weiter. Und ich hoffe, es hat euch wieder ein Stück weitergebracht, wenn ihr sagt, ja, das wussten wir alle schon, ein paar Sachen waren neu. Aber wann kommt ihr jetzt mal endlich zu den Punkten? Ja, gemach. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und wir warten schon die ganze Zeit auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da könnt ihr noch, glaube ich, noch ein paar Tage noch verschmerzen, bis ihr dann mal die Auflösung der nächsten Kreuzworträtsel von Peter Gabriel bekommt. Und damit gebe ich jetzt rüber mit dem Wunsch, dass ihr die Bibel lesen mögt, an meinen Bruder Jörg. Ja, ich habe im Grunde gar nicht weiter viel zu sagen. Ich schließe mich dem Wunsch an. Ich danke dir für deine Ausführungen, die ich sehr interessant fand und sehr, zwischen Anführungszeichen, erleuchtend. Wie gesagt, wir wissen ja, wir haben ja die Stelle gelesen vorhin, Weisheit
Der Beginn, also die Furcht vor Gott ist der Beginn der Weisheit, wie es in der Bibel drin steht. Und wie gesagt, das Buch Gottes, Bibel, sollten wir wirklich nach Wert schätzen, obwohl wir das im Grunde gar nicht können. Wir können gar nichts mehr wertschätzen auf dieser Welt, weil wir sind alle gefallene Wesen. Wir sind alle verdammte Wesen. Wir sind zum Tode verurteilt von der Geburt an, die wir hier auf dieser Erde wandeln. Und nur einer kann uns aus dieser Verdammung rausholen und kann uns ins ewige Leben führen. Und er ist das Licht dieser Welt und das ist Jesus Christus, der offenbart sich in der Heiligen Schrift. Und von daher möchte ich einfach mit den ganz einfachen Worten schließen. Wendet euch nicht dieser satanischen Musik zu. Wendet euch nicht dieser satanischen Welt zu, sondern begreift, dass der Satan durch seinen Geist die Materie gebraucht, um euch in der Materie gefangen zu halten und euch als Geisteswesen abzutöten, euren Geist zu töten, euren Geist zu betäuben, ja, entweder zu betäuben durch Drogen oder zu betäuben durch solche Sachen wie zum Beispiel Musik oder durch solche Sachen wie zum Beispiel Computerspiele oder PlayStation, also die Konsolenspiele oder welche Ablenkung er auch immer gebraucht. Der Teufel ist listig, ja? Der Teufel ist die Schlange aus dem Garten von Eden und die Schlange war listiger als alle Tiere im Garten. Alle Tiere, ja? Er wird aber gleichgesetzt einem Tier. Ah, das heißt, es ist eine Erniedrigung. Und der Satan ist auch nur ein geschaffenes Wesen. Und dieses geschaffene Wesen sollte es nicht schaffen, schlauer zu sein als ihr, wenn ihr die Weisheit aus der Bibel zieht. Und deswegen lest eure Bibel. Maranatha. Who knows us?